Hast du mir nicht bereits letzte Woche dieselbe Frage gestellt? Akemir zieht auf der anderen Seite des Tisches ein Gesicht. Das war ein Akolyph Lengrafts. Die echte sitzt gegenwärtig vor euch. Aber eine ist so gut wie die andere. Sie lächelt und zuckt mit den Schultern. Nina Goff massiert seine Stirn mit beiden Händen. Dieses Gehabe ist ohne Wert oder Anlass. Beeil dich, alter Mann. Er gibt Akemir ein Zeichen. Genau dies wollte ich gerade tun. Der Erzmagier nickt und räuspert sich. Er schiebt dich mit dem Ellenbogen weg, sodass er sein Gesicht das Seherbecken vollständig einnimmt. Berkala war keine Erzmagierin, aber wir sind alle der Meinung, dass sie am Rande des Durchbruchs stand, vor ihrem unglücklichen Verschwinden. Akemir nimmt ihr das Buch ab und leckt seine Finger, bevor er anfängt, die Seiten umzublättern. Du hast einen Gegenstand verloren, Berkanas Forschungen. Warum habt ihr sie niemals offiziell anerkannt? Ihre Studien hatten keinen Wert, sie brachten nichts von Interesse oder Relevanz hervor, bis heute. Akemir hebt eine Augenbraue. Das mag sein, jemand wollte diesen Durchbruch verhindern. Allein deswegen haben wir guten Grund, in ihrer amateurhaften, wenn auch enthusiastischen Forschung nach Wissen zu suchen. Akemirs Augenbrauen formen ein steiles Dreieck, als er eine Seite mit mathematischen Graphen und Koordinaten aufschlägt. Sie hat einen Fluss Sehnessenz entdeckt, der durch das Todesfeuer fließt. Die Erzmagier tauschen verstohlene Blicke aus. Lengraf neigt ihren Kopf zur Seite. Sie bleibt völlig gelassen. Zu dieser Schlusswirkung sind wir schon lange gekommen. Versuch mal Schritt zu halten. Und doch verfolgte sie den Verlauf des Flusses, während wir über seine Existenz lediglich spekuliert hatten. Akemir zieht an seinem Bart und blinzelt auf den Almanach herab. Wohin fließt er? Akemir legt das Buch beiseite und holt eine Pergamentkarte des Todesfeuers hervor. Er fährt mit seinen Fingern von den Untiefen des großen Riffs aus gen Norden. Wohin es fließt, ist nicht unmittelbar für den Belang für mich. Ich bin damit beschäftigt, wer ihm gegenwärtig folgt. Jotas Fahrt ist gewunden, aber ohne Zweifel beabsichtigt. Sein Finger beginnt nach Osten zu fahren. Er hält auf dem offenen Meer inne, seine Stirn ist gerunzelt. Könnte das sein? Tain lehnt sich nach vorne, er schlängelt sich, als er seinen Hals ausstreckt, um einen Blick auf das Pergament zu erhaschen. Plötzlich hast du wieder die volle Aufmerksamkeit. Ich denke, dass wir die Zeit des Wächters hinreichend strapaziert haben, es sei denn, dass es noch letzte Fragen gibt. Ohne mit der Wimper zu zucken, zieht Akemir seine Stirn hoch und wartet. Es liegt ihm schon auf der Zunge, dich fortzuschicken. Warum war Konzelhaut so sehr daran interessiert? Hältst du etwas von uns geheim, alter Mann? Ich höre zum ersten Mal davon. Minoletta legt ihr Kinn auf ihre Faust und fixiert Akemir mit einem strengen Blick. Dies war nicht unmittelbar erheblich. Nebenbei bemerkt, Konzelhaut wurde wieder mal getötet, verehrte Herrin der Geschosse. Akemir verbeugt sich steif vor Minoletta. Deine Speicheleien waren auch schon mal besser, um auf den Wächter zurückzukommen. Ich vermute, dass Konzelhaut seine verruchte Existenz an einem Essenzbecken erhalten wollte. Aber dem hast du netterweise einen Riegel vorgeschoben. Minolette nickt, sie schenkt jenes Lächeln, welches sie Akemir versagt hatte. Bekomme ich noch den Rest zu hören? Bist du ein Mitglied des Zirkels? Ich hoffe nicht, dass du denkst, dass wir unsere Geheimnisse mit einem dahergelaufenen Söldner teilen. Akemirs Blick verhärtet sich, ein Lächeln, als wollte er sich selbst gratulieren, zieht sich über sein Gesicht. Hier steht nicht alles zu, was ich besitze, du Einbrecher. Ich frag mal ganz frech, kann ich beitreten? Du erlaubst dir, das zu fragen, nachdem du meine Villa ausgeraubt hast und ich dich trotzdem mit deinem Leben davonkommen ließ? Akemir wendet sich dir zu, sein Gesichtsausdruck ist bleich angesichts dieses Affronts. Jemand an der Tafel, der Erzmagier verschluckt sich am Wein. Absolut nicht. Gibt es sonst noch was? Akemir winkt ab. Die Angelegenheit ist abgeschlossen. Ihr verheimlicht mir doch etwas. Was ist es? Akemir lässt die anderen Mitglieder des Zirkels auf sich wirken. Ihre Antworten sind vielgestaltig. Manche schütteln den Kopf, andere zucken mit den Schultern und wieder andere lehnen noch immer gemütlich in ihrem Sessel. Darauf warten, wie sich das Ganze abspielen wird. Darüber sollte ich mich besser geschlossen halten. Falls wir dir Vertrauen schenken wollten, wüsstest du sicherlich bereits davon. Nichts weiter gut.
Hier, Tant für deine Dienste, nicht dass du ihn verdient hättest. Sieh das als Rückzahlung deiner Schulden an. Mit Zinsen. Akemi wendet sich wieder dem Zirkel zu und ignoriert dich demonstrativ. Akemis illuminierte Entdeckung kann nur von Zauberer verwendet werden. Und 5000 Kupfer. Jo, Berkanas Narrheit ist abgeschlossen. Yay. Gucken wir uns das doch mal kurz an. Müsste doch... Ah, da ist es ja. Nachdem ich nun Bekanas Notizen gefunden habe, werden Akemir und der Zirkel der Erzmagier ihre Arbeit studieren wollen. Ich finde Akemir, ja. Ich bin zu Akemir zurückgekehrt und habe ihm Bekanas Forschung gezeigt. Hoffentlich können er und der Zirkel etwas damit anfangen. Mhm. So, jetzt aber zu dem Buch hier. Ich sehe aber jetzt nicht, abgesehen von den ganzen Zaubern, die hier drin stehen, was das bringen soll. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die neue Art von Zauberbüchern ein bisschen... Naja. That'll do, I say. So, das heißt, wir können hier wieder raus. Da habe ich das aus dem ersten Teil doch besser gefunden, wo man aus anderen Zauberbüchern die Zauber kopieren musste und sie dann in seinem eigenen Zauberbuch eintragen konnte. Vor allem jetzt, da Alof diese Bogenfähigkeit hat. Aber jo, gut. Wir haben jetzt mit Akemir geredet. Maya, do you recall the tales or songs of your tribe? No. I was a hatchling when I left the Deadfire. No, oh, I thought perhaps... This isn't story time, fish boy. Don't make me send a Shiza after your eyes. Wie nett. Also, Tikeo fragt Maya. Maya, erinnerst du dich an die Erzählungen oder Lieder deines Stammes? Maya darauf. Nein, ich war ein Schlüpfling, als ich das Todesfeuer verlassen habe. Tikeo, ich dachte vielleicht... Jetzt ist nicht Märchenstunde, Fischjunge. Bring mich nicht dazu, Ishiza auf deine Augen anzusetzen. So, jetzt gehen wir in den dunklen Schrank. Weil tatsächlich finde ich hier unser letztes Gruppenmitglied. Nämlich sie hier. Do you look for something in particular? Suchst du was Bestimmtes? Fasina beugt sich vor und hebt die Augenbrauen. Du scheinst mir hier nicht sehr glücklich. Warum reist du nicht zur Abwechslung mit mir? Seufzend stützt Fasina sich auf der Arbeitsfläche ab und betrachtet ihre Umgebung. I fought so hard to get here, but I won't miss a splinter of this place. Madiko, ich habe so hart gekämpft, hierher zu kommen, aber ich werde keinen Splitter von diesem Ort vermissen. Obwohl sie das nicht laut genug gesagt hat, schlägt sie wütend auf den Tresen. Hey, Imp. I quit. For what it is worth, I have not enjoyed a moment of our time together. Hey, Imp, ich kündige. Wenn du mich fragst, hat mir kein einziger Moment mit dir gefallen. Make Master angry.
Arkamir will grow a turnip in Nasty Fasinas mouth. Was? Machen Meister wütend. Arkamir wird machen, dass Rübe wächst im Mund von gemeine Fasina. Daim sieht aus, als wollte er mehr sagen wollen, doch dann zögerte er. Be safe. Many horrors out there. Passen auf da draußen, viele Schrecken. Seine Stimme wird weich und er blickt nach unten. Daim zeigt abweisend auf die Tür und bietet keine weitere Erklärung. I think. Kores. Agressima, glaube ich, Kores. Sie wirft ihm immer einen fragenden Blick zu. Wherever you're headed, it can't be worse than here. Wo auch immer du hinreist, schlimmer als hier kann es gar nicht werden. Sie notiert ja lässig und lächelt leicht. So, Zauberer, Unterklasse, Beschwörer. Klingt gut. Wir könnten sie noch zum Magier machen, also Zauberer und Druiden. Oder Sagenmeister, Zauberer und Sänger, aber... Wir lassen sie mal bei Zauberer. Und ja, wir haben zu viele Leute, die ich ausbilden muss. Wir haben nämlich 5 und ich kann nur 4 aufnehmen. Naja, machen wir das eins nach dem anderen. Ich sollte die mal upgraden und ausrüsten, vor allem Dingen. Dass wir, wenn wir noch in Schiffskämpfe geraten, was wir auf jeden Fall tun werden, da wir ja noch Kopfgeldaufträge haben und garantiert auch noch in diesen Sturmdamm müssen oder sonst wohin müssen. Aber ja, die Entscheidung mit den Begleitern zusätzlich. I'm sorry. She must have meant a real lot to you. More than I knew. Less than she deserved. But that's all past now. For a moment there, I thought her son might have been mine. It's a shame he wasn't. You would have been good to him. Good for him, too. When I heard, I didn't think I was ready. And then I thought, maybe I was. Okay, Xoti und Idea haben ein ernsteres Gespräch. Es geht um Elapha, also Ideas verblichene Liebe. Was Elapha betrifft, es tut mir leid, sie muss dir sehr viel bedeutet haben. Mehr als mir selbst bewusst war und dennoch weniger, als sie es verdient hätte. Aber das liegt jetzt alles in der Vergangenheit. Einen Augenblick lang habe ich sogar geglaubt, ihr Sohn könnte auch meiner sein. Wie schade, dass er es nicht war. Du wärst gut zu ihm gewesen und auch gut für ihn. Als ich das gehört habe, hatte ich gefürchtet, nicht bereit zu sein. Dann allerdings dachte ich, vielleicht bin ich es doch. Ja. Und im Bikes. Wie sieht's mit Tikeos Waffe aus? Ist im Augenblick nur gut. Oh, dafür bräuchten wir noch Urwasser. Okay, aber wir können es auf jeden Fall... Will ich sie zweimal verzaubern? Nee, lassen wir das erstmal. Ideas Rüstung vielleicht mal. Die ist jetzt hervorragend, um sie legendär zu machen. Ach ja, wir haben schon Veteranenmanöver, genau. Ja, aber Xoti, deine Sachen. Das ist schon hervorragend, gut, und hat auch schon Licht des Dämmersterns. Deine Sichel jedoch. Ja, komm, die machen wir mal hervorragend. Das da, Religion Heimlichkeit, ach so, wenn wir sie wieder Religionspunkte braucht, gut. Ja, da hätte ich dir gerne was anderes für dich, aber was bitte? Eine außergewöhnliche Robe vielleicht. Würde eigentlich auch noch zu ihr passen. Wäre allerdings auch um einiges schlechter außer der Erholungszeit. Bescheidenheit. Nö, sie kann ruhig ein
Gaunsrobe bleiben. Ein Plattenpanzer würde komisch aussehen, ja. Vor allem mit dem Helm. Magneras Kettenanzug.